Servus, sehr schön, dass ihr heute wieder Zeit gefunden habt, in diesen Kanal hereinzuschauen. Ja, looking in this channel. Wir können noch schauen. Nein, da kannst du noch schauen. Ja, wir können noch schauen. Das heißt, es wird weitergearbeitet. Jetzt werden wir hier das einmal absetzen. Das heißt absetzen? Den Zapfen absetzen. Den Zapfen werde ich hier herunterschneiden, werde ihn 5 mm wegnehmen. Wenn ich das nicht tue, dann muss ich ziemlich genau stemmen. Und so kann man, wenn man eine Ecke zerschlägt, unabsichtlich, kann man das abdecken. Also das mit dem Anreißwerkzeug. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht umgehen, glaube ich. Ich könnte das nehmen zum Rausschnitzen. Den Zapfen habe ich hier extra mit der Kreissäge nicht ganz abgesetzt. Also ich bin hier nicht bis ans Limit gefahren, weil ich dann später die Kreissägeschnitte sehe. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein weggebe, so, und jetzt hätte der Zapfen normal gehabt 6 cm und jetzt sollte er nur noch 5 haben, genau. Das heißt, das einzustemmende Teil, das werden wir jetzt, wo ist das Schrägmaß? Ah, das habe ich jetzt leider schon verstellt. Also du machst jetzt in das Brett da so ein längliches Loch genau, hinein. Genau, wo das hineinpasst. Quasi. Okay. Genau. Wir wollen ja nur einen kurzen Überblick. Ein Tischler vor dem Burnout. Nix. Tischler arbeitet wie eine Maschine. Schau, das ist so ein Winkel einstellen. Das ist hervorragend. Und jetzt muss ich die 5 mm hineinmessen. Hier 5. Hier 5, hier 5 und hier 5. Und jetzt reiße ich das hier an und hier, hier und hier. Und jetzt 6 mm sollten überbleiben, 17 mm. Minus 6 sind 5,5 auf jeder Seite. Jetzt muss sich das zweckentfremden. Ich stelle mir hier jetzt 5,5 ein und reiße mir hier so quasi. So. So, so. Jetzt fange ich auf der Seite an, die man nicht sieht. Dann könnte ich noch nachjustieren. Beim Bohren mit der Langlochbohrmaschine ist es immer wichtig. Jetzt habe ich hier natürlich einen schrägen Zapfen. Jetzt gehe ich hier im rechten Winkel, hier, dann bohrt sich der automatisch schräg hinein. Also dann ist es gerade. Mit dem Stemmeisen müsste ich ja auch nur so frei Auge aussehen. Ich würde mir oben was hinlegen, aber im Normalfall passt das so. Entspannt, wie das geht. So, ich stehe hier an, okay, dann ist die Tiefenbegrenzung. Wie heißt das Ding? Langlochbohrmaschine. Ich stelle mir das ziemlich über die Mitte ein. Und dann gebe ich einen Stopp. Ich will nicht weiter hinein auf einmal. So, und jetzt muss ich das genau in der Mitte erwischen. Hierzu mache ich hier auf und kurbel das nach unten. Auflegen immer, der Anriss schaut immer zu mir. Hier stelle ich mir den Bohrer genau auf meinen Riss hier ein. So, das sollte jetzt passen. Jetzt ziehe ich das an, so jetzt etwas zurück mit der Kamera. So. Presse ich hier nach, hier haben wir 5 genau und hier haben wir 6,5. Das heißt, der Bohrer muss nach unten. Runter. Genau, der Bohrer. Und hier sieht man das nicht. Das wird abgedeckt vom Zapfen. Das heißt. Das geht nach Gefühl da drehen oder wie? Ja, natürlich. Eine Aha. Gefühlsmathematik. So, Aha. Und jetzt wieder. Schaut schon recht mittig aus. 5,2, 5,6. So, ein wenig noch nach unten. So.
5,5. Also ich gehöre noch um einen Hauch nach unten. Hier muss es jetzt dann passen, denn hier, das sieht man jetzt, einen Hauch nach unten. Ja, dann ist auf beiden Seiten verschieden, wie passt denn das dann zusammen? Das ist egal. Aha. Da geht es um nichts. Das ist so minimal, das kann der Zapfen schon weg. Perfekt ist es nicht, aber Das weiß ja keiner. Das schneidest du ja aus dem Video. Wie alt ist diese Maschine circa? 70er Jahre, glaube ich. 70er Jahre? Ja, leider zu jung. Zu jung. So, diese Seite, die sieht man. Was heißt das? Sie muss schön sein. Genau. Natürlich hätte ich mir das anreißen können, dann wäre es natürlich noch besser. Ich habe das jetzt ohne Anreißen einfach freie Auge nach unten gestemmt. Das ist nicht die schöne, die feine englische Art. Warte, Achtung. Das sind die Gefühlsmessungen. Das sind die Gefühlsarbeiten. Was hast du jetzt, die zweite Seite? Habe ich schon fertig auch. Ich habe das nur ein bisschen innen schön eckig gefeilt. So, jetzt kommt der Moment. Das müsste hier zusammenpassen. Ja, irgendwie, sie passt zwar, aber irgendwie will sie hier werde ich was wegnehmen noch. Sie ist zu hoch geworden, oder wie? Weiß ich nicht. Ich werde hier noch was wegnehmen. Jetzt passt. Vorne hier hätte ich mit dem Stemmeisen doch anreißen sollen. Ich will etwas noch nach unten, dann würden wir besser zum Strich hinkommen. Dann kann man hier, wo ist die Raspel, hier nachraspeln, aber den vorderen Teil auf keinen Fall. Oder was? Ja, nein, das hätte nicht sein müssen. Also es passt perfekt. Na, passt so. Ja, jetzt passt so, perfekt. So, es passt perfekt. Ja, genau, passt perfekt zusammen. Wenn noch mit der Zwinge Druck ausgeübt wird, ist diese Fuge ganz dicht. Und hier, auf der Rückseite? Passt das Gleiche. Aha. Ja, ich kann nicht mehr arbeiten. Müsste vielleicht zu diesem Georgia Brown oder irgendwas spielen, oder?
heute wohl wieder. Du bist ein bisschen zu schnell. Ja, ich bin ja nicht hinterhergekommen. Ja, das geht sowieso. Das ist überhaupt, vor allem, wenn man so, ah, jetzt hat sich zu. Und dann geht stressig wieder weiter. Ich sage, schreib mir das durch, dass das war. Ich sage, ah, dann geht's wieder runter, wieder mit dem Leben. Danke, danke schön, danke, thank you. Wie soll man andere Sprache? Bonjour. Danke schön, thank you. Au revoir. Merci, war. Deutscher Auftrag. Thank you. Danke. Danke schön. Oh. Dann müssen wir nach Freiburg kommen.